Der Direktor ruft an. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Prison Architect, der Frauenknast. Tja, und mal wieder ist hier ein Wasserrohr geplatzt. Das ist ja nicht zu fassen. Aber, ja gut, das ist ja wieder nur so ein kleines. Da gucken wir mal rein. Was ist denn hier mit dem Wasserrohr? Einmal Abrisswerkzeug. Wo ist es geplatzt? Ich sehe es noch nicht. Irgendwo hier. Irgendwo hier ist das Wasserrohr geplatzt. Gut. Abrisswerkzeug machen wir mal da. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo es jetzt genau geplatzt ist. Ich würde sagen, irgendwo hier drunter. Ja, und deswegen würde es eigentlich Sinn machen, hier auch noch so Rädchen einzubauen. Wasser. Schauen wir nochmal rein. Kriegt der noch woanders Wasser her? Ja, hier so ein bisschen über die Leitung, aber es ist gerade so ein bisschen konträr. Abrisswerkzeug. Ich wollte eigentlich nicht den Warmwasserboiler. Oder kann ich einfach hier ein großes Rohr drüber oder ein kleines Rohr? Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt gerissen ist. Oder muss ich das jetzt hier alles abreißen und was Neues machen? Je ne sais pas. So. Fundament verfüllen. Da war wieder eine Tunnelratte unterwegs. Geht gleich ab in den Knast. Und wir müssen auch nochmal beim Personal gucken, was Einsatz angeht. Patrouillen. Weisen Sie bewaffnete Wachen zu. Hier fehlen zum Beispiel ein paar von denen. Weisen Sie Hundeführer zu. Die hatte ich ja hier draußen, meine ich, irgendwo am Laufen, ne? Hundepatrouillen, ne? Genau, bewaffnete Patrouille. Haben wir da. Müssen wir da dann natürlich auch noch reinbauen. Und grundsätzlich Bereich priorisieren. Hausmeister weisen Ärzte zu wachen. Ja, hier fehlt zum Beispiel eine Wache. Passt soweit. Ja, theoretisch müssten wir eigentlich hier mehrere zuweisen. Ne? Achso, Wache. Wache. Patrouille, blaue Patrouille, Patrouille, Patrouille. Patrouillen. Ah ja, so. Ich befürchte aber, dass wir dafür mehr von den Wachen brauchen. So, lassen wir mal ein bisschen schneller wieder laufen. 27.000 noch auf dem Konto. Das liegt jetzt vermutlich daran, dass wir hier vorne das Ding fertig gebaut haben. Und hier natürlich jetzt erst einmal der Rest noch mit rein muss. Und ja, da können wir schon mal direkt anfangen, Wasserrohre zu verlegen. Oh, schon wieder ein Todesfall. Das ist doch nicht zu fassen. Machen wir mal so. Machen wir mal so.
Und dann ist es zum Schluss so, dass wir hier natürlich einen durchziehen. Da ziehen wir einen durch. Da ziehen wir einen durch. Ja, das ist jetzt wie immer das etwas Langwierige an der Geschichte. Da oben haben wir schon. So, hier noch irgendwie? Ja, doch, das müssen wir da auch noch durchziehen, oder? Müssen wir da auch noch durchziehen hier. Komm, so dahin. Und da haben wir auch. Sehr gut. So, dann geht's weiter hier an der Stelle. Geht's hier weiter. Genau, zack, 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 zack und zack. Wie so oft ein freundliches Zack. Und damit haben wir auch das erledigt. Jetzt müssten wir noch einmal die Elektronik ein bisschen verlegen. Dafür nehmen wir dann natürlich das hier einmal. Und ich würde sagen, das ziehen wir einfach hier weiter. Und dann schließen wir das hier vorne an. So ist gut. Prima. Dann müssen wir hier hinten auch nochmal ran und Kondensator Plus nochmal ranbringen. Ist aber kein Platz mehr. Also mal schauen, ob wir das hier abreißen können. Und dann machen wir da Kondensatoren Plus draus. So, jetzt gucken wir nochmal, was passiert denn hier schon wieder? So, gibt es wieder nicht genügend Essen für alle oder was ist da schon wieder los? So, Wachtürme. Nicht tödlicher Scharfschütze. Mhm. Keine Ahnung. Lass uns das mal erforschen, den nicht tödlichen Scharfschützen. Und dann bin ich natürlich nochmal gespannt, weil jetzt können wir ja theoretisch auch irgendwie Türme bauen, ne? Bin ich mal gespannt, wo denn diese Türme zu finden sind. Wo sind die Türme zu finden? Wahrscheinlich bei Objekten oder so. Da auf jeden Fall nicht. Türen. Geheimtür. Ja, das ist es auch nicht. Böden, das wird es auch nicht sein. Landschaft und Insel schon gar nicht. Räume. Oh, eine Gummizelle haben wir auch noch nicht. Wachposten, da. Wachposten-Ecke. Kostet 4000. Mhm. Jetzt haben wir 18.000 auf dem Konto. Gern genommen sind ja hier hinten auch immer die... wenn sie abhauen wollen, ne? Da hätte ich gern einen und da und da. Okay, lassen wir erstmal. Aber grundsätzlich haben wir jetzt die Türme freigeschaltet, was schon mal ganz gut ist. Schon mal sehr erfreulich sozusagen. Genau, und jetzt kommen hier so langsam aber sicher die
entriegelt die verschiedenen Dinge. Auch entriegeln. So, da ist auch noch einer gefangen. Ja, ist schon wieder nervig hier. Früher war das mal so, dass die, wenn sie nicht benutzt wurden, dass sie offen waren. Das gute alte Früher. Ja, aber man kann nicht alles haben, ne? Kann einfach nicht alles haben. So, da liegt auch noch ein Sprinkler rum. Lass mal wieder ein bisschen schneller laufen. Und da bin ich echt gespannt, ne? Warte mal, schnelles Bauen. Kann man mal gucken, hier Todeszelle oder so. Ah ja, haben wir gar nicht, Todeszelle. Zelle, Gemeinschaftskantine, Krankenstation. Da würde mich mal interessieren, wie denn diese Todeszelle eigentlich aussieht. Heckenirrgarten. Was zur Hölle ist ein Heckenirrgarten? Sicherheit, Sportsaal. Sportsaal ist ganz schön klein, wenn ich das mal so sagen darf. Da hätte ich gedacht, dass das Ding größer ist. Lass uns den mal dahin bauen. Und dann gucken wir nochmal. Gepolsterte Einzelzelle. Ah, jetzt haben wir natürlich eine Betonwand ausgewählt. Das wollte ich gar nicht. Ziegelwand wollte ich eigentlich haben. So. Ja, weiß ich noch nicht, wie denn der Todestrakt aussehen wird. Bestimmt toll. Vielleicht noch ein paar nette Bilder rein oder so. So, Razzia dürfte gleich abgeschlossen sein. Genau, jetzt. So, okay. Da sind sie fleißig am Bauen. Müssen wir auch noch Boden, Gehweg oder sowas. Haben wir das hier? Gehweg? Gehwegplatte, ja. Jo, es wird langsam. Langsam, aber sicher wird es. So, jetzt ist natürlich die Frage, kommen die da überhaupt noch raus? Ja. Jetzt müssen wir da natürlich noch den Zaun dazwischen bauen. Und da noch den Zaun dazwischen bauen. Und dann brauchen wir hier natürlich noch eine Personaltür. Was ist hier mit dem Ding? Die Zelle hat keinen Kantinenzugang. Das ist schlecht, weil hier die Personaltür dazwischen ist wahrscheinlich. Achso, und da ist noch der Tunnel drin. Sonst noch irgendwo ein Tunnel? Nein. Dann müssen wir das jetzt so regeln, dass wir hier die Personaltür entfernen. Wenn ich sie denn mal zu greifen kriegen würde. Da ist sie. Abreißen und dann kommt da natürlich auch eine große Gefängnistür rein. Und dann dürften die auch wieder Zugang zur Kantine haben. Ah, nee, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's natürlich. Wir müssen einmal ganz kurz hier vorne. Da können wir auch weiterlaufen lassen. Hier müssen wir nämlich noch eine Personalzauntortür reinbauen. Und dann den Bereich hier wieder für
unsere Gefangenen freigeben, weil derzeit ist es ja nur für Personal, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja. Das ist der Fehler. Und das ist normaler Sicherheitstrakt hier in dem Bereich. Sobald die Tür da ist. Komm, Junge, mach hin. So. Genau. Nur für Personal. Kommt hier außen hin. Perfekt. Jetzt haben wir es wieder. Jetzt dürfte sich das Problem hier mit der Kantine auch langsam... Wieso fehlen hier diese einzelnen Dinge? Das ist doch schon wieder... Also hier fehlt eine Toilette und hier fehlt noch ein Bett. Ein bequemes Bett sogar. Nee, kurz ein normales Bett. Irgendwo hört es ja auch mal auf, ne? So, wo wird hier wieder geballert? So auffüllen bis 80. Ich glaube, ich habe noch einen Fehler, weil wir haben ja schon 90 Betten zur Verfügung, ne? 86 Betten derzeit. Häftlinge, Einlieferung. 90, gehen wir mal auf 100. Er scheint nicht so richtig auf Patrouille zu sein. Jetzt vielleicht wieder, keine Ahnung. Verriegelt, so. So, da kommen die neuen Häftlinge. Guck mal da, da ist er wieder. Und zeigt alles, was er hat. Mathilde. Mila Mathilde. Aber auch schon ein bisschen properer. Sie ein bisschen. Also, sie haben auf jeden Fall unterschiedliche Formen hier, die Damen. Ne? Oh, ne, wieder eine mit Baby. Warum denn? Ach, die machen mich alle fertig. Dass die hier mal mit Babys ankommen. Auch geil, dass die mit Babys in den Knast gesteckt werden. Ne? Ich weiß gar nicht. Ist das bei uns in Deutschland auch so? Und Versorgung. Natürlich müssen wir hier auch noch einen Warmwasserbehälter hinbauen. Der kommt dahin. Und dann kommt der hier hin. Und dann müssen wir natürlich auch noch Warmwasserrohre hier durchfließen lassen. Dass der gleiche Schmuh ist wie da drüben auch. Hier brauchen wir noch ein kleines Rohr dazwischen. So, Warmwasser. Muss ich gleich nochmal gucken, wo denn jetzt hier die Dusche ist. Da ist auf jeden Fall die Toilette. Da fehlt noch ein bisschen was. Dann geht's hier auf jeden Fall weiter. Da geht's auf jeden Fall weiter. Hier fehlt irgendwie der Anschluss. Kann das sein? Ja, hier ist auch irgendwas kaputt tatsächlich. Achso, das war das, wo der Wasserrohrbruch war, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss da irgendwo was kaputt gegangen sein. Ja, da fehlt unser... Wo ist er? Warmwasserboiler. Kommt hier hin. Okay. Wie sieht es mit Strom aus an der Stelle? Ja, müssen wir neu verlegen. Machen wir natürlich... Und gehen wir nochmal zurück zu Wasser. Dann wird das hoffentlich wieder warm da vorne. Und hier müssen wir natürlich auch gleich nochmal reingucken, wo jetzt hier überall warm Wasser verlegt werden soll. Hier offensichtlich. Da natürlich. Da haben wir schon.
Da haben wir auch. Da kommen noch die Duschen hin. Da, das Ganze hin, da. Da haben wir auch schon. Gut, wie haben wir das hier drüben geregelt? An der Stelle gar nicht. Also hier fehlt noch einer. Dann müssen wir dafür sorgen, dass das hier einmal nach oben noch geschossen wird. Und ja, dann sollte das passen. Aber uns fehlt hier trotzdem noch ein Warmwasserboiler, wenn ich das mal so sagen darf, auf der Seite. Das heißt, da kommt noch einer hin. Alter, was ist denn da schon wieder los? Ist nicht zu fassen, dass die sich hier immer so gegenseitig auf die Mütze hauen müssen. Die Mädels. So, 3 Todesfälle heute. Was ist hier los? Wow. Geht's richtig ab. So, müssen wir mal bei den Notdiensten eine neue Bereitschaftspolizei anfordern. Und oh, dann bringen wir die direkt hier hin. Tja, meine Lieben, aber die Folge ist leider auch schon wieder am Ende angekommen. Ihr seht, es geht vorwärts. Noch nicht ganz so schnell, wie wir das wie immer gerne haben wollen würden. Aber es geht vorwärts. So, und dann kommt demnächst noch der Todestrakt. Und dann schauen wir mal, wie weit wir insgesamt sind, ob wir noch was machen können oder nicht. Oder ob wir mit einem neuen Gefängnis anfangen, was dann hoffentlich ein bisschen schicker aussieht. Ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo, falls ihr keins haben solltet. Instagram, Twitter, Twitch. Gerne in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.